Beginnen wir bei den Bauarbeiten am Südring. Hier waren in letzter Zeit sichtbare Fortschritte zu erkennen. So wird zurzeit das Dach des Bahnhofes Westend wieder aufgebaut. Erste Gleise sind bereits gelegt. Fertig sind die Bahnsteige der Bahnhöfe Witzleben und Hohenzollerndamm. An allen anderen Bahnhöfen sind derzeit Erdarbeiten im Gange. Bis zur Wiederverbindung des Ringes zwischen Sonnenallee und Treptower Park wird der Bahnhof Baumschulenweg vorläufiger Endpunkt der S4 sein. Auch hier sind bereits erste Arbeiten erkennbar. Ende 1993 soll die komplette Strecke zwischen Westend und Baumschulenweg in Betrieb gehen. Bereits ab 1. April 1992 werden wieder Züge zwischen Wannsee und Potsdam stattfahren. Vorerst wird der Betrieb eingleisig und im 20-Minuten-Takt sein. Ob der Termin zu halten ist, wird sich zeigen. Schwachpunkt ist die Brücke über den Teltowkanal. Hier ist ein Neubau fällig. Ab 1. Mai 1992 wird die Strecke Frohnau-Hohenneuendorf in Betrieb gehen. Der Stand der Bauarbeiten scheint in der Zeit zu sein. Zum Teil fertig ist der Oberbau, erste Gleise sind verlegt. Eingehangen sind bereits die ersten Brückenüberbauten. Auch diese Strecke wird vorerst eingleisig bleiben. In etwa das gleiche Bild zeigt sich zwischen Marlow und Lichtenrade. Der Oberbau ist fertig, erste Gleise sind schon gelegt. Die Inbetriebnahme wird von der Einigung um eine Ortsumgehungsstraße um den Ort Marlow abhängen. Geplanter Termin ist Mitte 1992. Fest steht der 5. August, denn an diesem Tag wird der provisorische Bahnhof Bornholmer Straße Ost in Betrieb gehen. Wir werden darüber berichten.